Herr Brandenburg, Sie sind Mitglied des Bundestags mit einem Themenschwerpunkt auf Digitalpolitik. Zum Thema Digitalisierung sagen Sie, dass hinter diesem inflationär genutzten Begriff viele Chancen stecken. Und es gilt, diesen den Menschen anhand von Beispielen aus ihrer Lebenswirklichkeit zu erklären. An welche Beispiele denken Sie dabei? An alles, was im Prinzip Zeitersparnis oder Sonstiges für Bürger bringt, was sie einen direkten Nutzen haben. Also hätten wir E-Government und Menschen müssten Behörden nicht aufsuchen, würden Dinge von zu Hause erledigen können, können vielleicht danach mit den Kindern spielen. Zeitersparnis, super. Hätten wir Bildungsabschlüsse zentral, von mir aus schön auf einer Blockchain oder zugänglich, müssen nicht Stempel sammeln beim Uni-Wechseln und. Auch wieder schöne Beispiele. Apps wie, ich möchte keine Werbung machen, bestimmte Mobilitätsdienstleister haben natürlich auch umgekrempelt, wie man sich ein Taxi sucht und sind auch positive Beispiele, wie eben das Neudenken von einem bestimmten Prozess und einem Sachverhalt. Also gar nicht mal immer das irgendwas elektronisieren, sondern das Neudenken von einem Prozess, dass zum Schluss ein Win-Win entsteht und ich ein bisschen mehr Zeit habe für das, was mir eigentlich Spaß macht. Das ist für mich positive Digitalisierung. Genau. Und dafür arbeiten Sie auch im Bundestag. Sie sind konkret Obmann des Ausschusses Digitale Agenda und Mitglied der Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz. Wie funktioniert die Arbeit in diesen Gremien? Also die Arbeit in den Ausschüssen und der Enquete unterscheidet sich. Und die Enquete hat das Schöne, dass die Hälfte Politiker sind und die Hälfte Sachverständige. Und man muss sagen, dass das die Diskussion natürlich schon maximal verbessert, weil Sachverständige nicht in den politischen Gräben versickern, sondern eben auch wirklich dann Wissen über KI in diesem Fall mit reinbringen. Sachverständige aus dem Arbeitsmarkt, Gewerkschafter bringen dann da wirklich Realbeispiele rein. Insofern ist das wesentlich angenehmer eigentlich als ein Ausschuss. Aber dafür ist die Flughöhe teilweise dann auch recht hoch, weil wenn dann auf einmal Ethiker mit am Tisch sitzen, Informatiker, Politiker und man versucht einen Konsens zu finden, wird es natürlich extrem schwierig, tiefe Kompromisse zu finden und man kommt dann immer doch wieder in eine hohe Flughöhe. Also insofern ist es wirklich ein gutes Gremium, aber für jemand, der eher zielorientiert ist und gerne Bullet Points hätte, ist es sehr, sehr schwierig und deswegen ist es manchmal für mich etwas, wie soll ich sagen, schwierig, dass da doch so wenig rauskommt. Ja, Sie haben das gerade schon angesprochen, die Konsensfindung ist nicht immer einfach. Sie haben einmal auch die Ergebnisse der Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz als eher kleinstes gemeinsames Vielfaches anstatt der Mondlandung bezeichnet. Wie genau kommen Sie zu diesem Schluss und woran liegt das? Also wenn man in so ein Gremium kommt, ich mache das ja auch zum ersten Mal und dachte, okay, wir schreiben jetzt die Monsterstrategie, perfekt, jetzt geht's richtig ab. Und dann lernt man natürlich, dass das so nicht sein wird. Und ich habe es dann gar nicht mal abwertend als kleinstes gemeinsames Vielfaches, sonst würde ich ja auch nicht da mitarbeiten. Es hat durchaus einen Sinn, denn wenn man sich mal parlamentarisch überlegt, wenn der Konsens zwischen allen Akteuren klar ist, dann kann da auch niemand mehr dahinter zurück. Also wir bauen jetzt nicht im Prinzip ein Strategiepapier für auf den Mond, aber ich würde sagen, wir bauen sowas wie die Grundinnovationsrente bei KI. Und das hilft auch, weil natürlich kein Entscheider mehr unter diese Ambition kann. Weil wenn mal alle Parteien dafür waren, gibt es relativ wenig Gründe, es nicht umzusetzen. Und deswegen ist es gar nicht negativ dem Gremium gegenüber gemeint. Ich selbst dachte, es wird ein visionäres Gremium, aber faktisch ist es eigentlich eher ein Arbeitsgremium, was von unten, sage ich mal, die Latte nach oben schiebt und nicht die Messlatte irgendwo in Weltall hängt. Auf welchen Konsens konnten Sie sich denn bisher einigen? Ich war in der Projektgruppe Wirtschaft und das ist nach unserem Empfinden ganz gut, was da aus Handlungsempfehlungen rauskam. Also Beispiel Experimentierräume, mehr Freiheit. Dann gab es durchaus eine relativ große Zustimmung zu einem Dachfonds, was ich auch für recht relevant halte, damit eben institutionelle Anleger nicht nur in Beton und Staatsanleihen investieren können, sondern auch mal in Startups und die Zukunft. Also da gab es schon Punkte, die konsensual beschlossen wurden. Nur natürlich beispielsweise dieser Dachfonds, da hat natürlich schon jeder eine Idee, wie man den ausgestaltet. Und dann ging es eigentlich wieder in die Parteipolitik. Insofern steht dann letztendlich da Dachfonds und alle sind glücklich. Aber es zeigt dann zumindest die Richtung. Und jeder, der in Zukunft so ein Ding nicht umsetzen will, kann man dann darauf verhaften und sagen, guck mal, es steht ja aber eigentlich da. Wir waren uns einig. Und wenn Sie jetzt an eher visionäre Ideen denken, was hätten Sie sich da konkret gewünscht? Dass wir
zum einen vielleicht ein großes Gesellschaftsbild malen, was nicht ängstlich ist, sondern sagt, wo wollen wir hin mit dem Zeug, also wie eine ganz normale Strategie von einer Firma, eine Mission Strategy, und zum anderen, dass eben der Fokus nicht nur auf der Angst oder dem Beweisen, dass es nicht schlimm ist, liegt, also klassisches Vorsorgeprinzip, sondern eher Innovationsprinzip. Also was passiert denn, wenn wir es nicht machen? Was passiert, wenn die Innovation woanders stattfindet? Kriegen wir es dann eigentlich zu den Konditionen, wie wir es wollten, sowohl monetär, ethisch, oder bekommen wir dann die Konditionen von anderen diktiert? Und wir sind teilweise echt oft dann in Richtung, ja, braucht es Prüfplaketten und haben wir Risikoklassen? Und ich glaube nicht, dass das der Sinn ist, wenn wir noch nicht mal 5 Produkte im Markt haben, dann schon Risikoklassenaufkleber dafür zu bauen. Also insofern hätte ich mir da ein bisschen mehr Mut an einer oder anderen Stelle gewünscht. Würden Sie das dann unter dem Motto Digital First, Bedenken Second sozusagen zusammenfassen? Nee, Bedenken Second, da haben sich ja einige dran gestört. Im Prinzip glaube ich aber schon, dass so einen gewissen Grundoptimismus braucht. Und das ist nicht nur bei der Digitalisierung, das ist bei allem. Also wenn ich nicht mir etwas Positives erhoffe, dann tue ich die Dinge nicht. So. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich alleine auf einer Insel sitze und weiß, das passiert dann auch nicht. Nur wenn ich jetzt Dinge nicht tue oder versuche, sie wegzuschieben, die Leute werden sich die dann trotzdem runterladen, haben wollen oder sonstiges. Also die Zeiten, dass ich einfach irgendwo drauf Zoll erhebe oder es nicht über die Grenze lasse, die sind rum. Und wenn die Menschen irgendwann E-Payment wollen, und beispielsweise Alipay toll funktioniert, dann ist auf einmal unser Zahlungsstrom in China. Also sollten wir uns besser jetzt über E-Euro und solche Dinge Gedanken machen, solange wir die Gestaltungshoheit haben. Und natürlich darf man die Bedenken nicht ausblenden, aber sagen wir so, im politischen System gibt es genug Bedenkenträger. Ich sehe mich da eigentlich eher an der anderen Ecke kämpfen und verteidige dann da mein Digital First, aber Bedenken trotzdem. Vielen Dank für das Interview. Gerne.